Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich freue mich sehr, dass Sie bei Nuviso sind. Hier ist eine neue Ausgabe von Steinzeit und heute freue ich mich sehr auf einen Jahresrückblick der anderen Art. Ich darf dieses Buch mit Ihnen besprechen von dem investigativen Journalisten aus München, Gerhard Wisniewski. Ich werde eintauchen in sein Werk, verheimlicht, vertuscht, vergessen, was 2020 nicht in der Zeitung stand. Ich freue mich schon sehr auf den Blick von ihm auf das letzte Jahr. Natürlich werden wir das alles aufarbeiten, aber ich bin auch schon sehr gespannt, was er denn glaubt, was uns in der nahen Zukunft alles so erwarten wird. Und das alles jetzt hier bei uns bei Steinzeit. Ja, einen lieben Gruß ins Herzen von München. Lieber Gerhard, schön, dass wir uns wiedersehen. Herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Vielen Dank, Robert. Freut mich auch. Gerhard, dein Jahr hat ja wirklich sehr interessant angefangen. Du hast quasi nicht auf der Couch gesessen und hast angestoßen mit deiner Familie, sondern du warst arbeiten, wie ich mitbekommen habe. Du bist deiner journalistischen Pflicht nachgegangen und hast also dich ja mitten in eine Geisterstadt bewegt. Du bist durch die Stadt in München gefahren vor und nach Mitternacht und hast dir das angeschaut, was da passiert ist. Wie hast du denn das wahrgenommen, diese Situation? Du lebst seit vielen Jahren in München, du kennst, was da normalerweise los ist auf der Leopoldstraße, auf den großen Feiermeilen und so weiter. Wie hast du das wahrgenommen? Was war da dein Eindruck? Ja, das war wie aus einem utopischen Film. Also normalerweise ist natürlich in München wie in vielen Städten und natürlich auch Großstädten an Silvester um 12 Uhr die Hölle los, ja. Also fast wie im Bürgerkrieg, ja, nur dass es halt weniger Verletzte gibt. Also es ist ein unglaubliches Geballer. Die Luft hängt voller Schwaden, voller Rauchschwaden. Ein dichter Nebel breitet sich aus, aber die Leute, die freuen sich, die haben Spaß, die stoßen an, die lassen ihre Raketen steigen. Das ist, gehört einfach dazu zum Spaß, so wie die dicke Luft im Oktober festzählt. Ja. Und bei mir war es halt so, nachdem ja Söder schon eigentlich sämtliche Feiertage des Jahres ruiniert hatte, einschließlich Ostern und Weihnachten, die ganze Stimmung ruiniert hatte, die Politik durch ihre Corona-Panikmache, habe ich mir gedacht, eigentlich können wir auch gleich arbeiten, statt jetzt irgendwie im Büro oder zu Hause anzustoßen. Und jetzt fahren wir mal raus und schauen mal, wie diese sogenannte Ausgangssperre wirkt an Silvester, ja. Und das Böllerverkaufsverbot. Und dann haben wir uns in den Wagen gesetzt. Also erstmal schockierend war der Eindruck, als ich auf die Straße kam. Ich kenne diese Straße auch schon lange. Da stehen dann unten die Leute an den Haustüren mit Sektgläsern und mit Knallern, mit Raketen und prosten sich zu und so. Und ich kam auf diese Straße und habe die gedreht und es herrschte absolute Stille, wie wahrscheinlich nicht mal nachts im finstersten Wald. Ja? Und ich habe mir das dann hinterher auch angeschaut, dieses Material. Und im ersten Moment dachte ich, Moment, der Ton ist kaputt. Also das Mikro war nicht an. Ja? Aber das Mikro war an. Es hat absolut keinen Mucks aufgenommen. Nichts. Also das war aber noch vor 12. Ja? Mhm, Trotzdem ist da natürlich, wie wir wissen, auch schon was los, ja, weil man ja nicht erst um 12 auf die Straße springt. Ja? Ja, ja. Und ja, dann sind wir weitergefahren über die Münchner Innenstadt, den Viktualienmarkt. Weißt du was, Gerhard, du hast ein Video veröffentlicht, das auch schon ziemlich oft geklickt worden ist. Ich würde einfach vorschlagen, während du das beschreibst, gucken wir mal rein, dass die Zuschauer auch ein Bild haben davon, wie sich das Ganze eigentlich gestaltet ja, hat. Klar. Okay, alles klar. Ja, Polizei statt Party hast du dieses Video genannt. Sehr interessant. Also das war dein Eindruck in der Silvesternacht. Beschreib doch mal, wie du das Ganze wahrgenommen hast. Hast ja schon ein bisschen davon erzählt. Es ist einfach absolut kein Mensch auf der Straße. Hier sieht man einen Partybrennpunkt im Münchner Glockenbachviertel, die Reichenbachbrücke mit dem berühmten Kiosk. Der hat 24/7 offen. Und also auch schon vor 11, gegen 11 ist da natürlich was los. Die Leute treffen sich schon voller Vorfreude hier. Die Brücke ist absolut leergefegt. Die Straßen sind leergefegt. Es ist kein Mensch unterwegs. Jetzt sind wir in der Sonnenstraße. Das ist also eine der Hauptstraßen des Altstadtrings in der Münchner Innenstadt. Und man sieht, dass hier praktisch nichts rumfährt, sich keine Maus bewegt. Und da ist auch schon die Polizei. Ach, ihr seid sogar aufgehalten worden, ja? Ja, ja, also wir haben damit gerechnet oder besser gesagt, wir wollten das wissen, ja, ob es wirklich kontrolliert wird und es wurde wirklich kontrolliert. Wir waren also keine 10 Minuten unterwegs, dann bremste neben uns ein Zivilfahrzeug
Und ich habe dann denen mein Presseschild gezeigt, aber das und dachte ich, ja, das hat sich dann erledigt, ja. Aber nein, das gab dann also ein Riesenpalaver und dann wollten sie also meine Fahrerin auch noch auf Alkohol kontrollieren. Und dann habe ich aber gesagt, also wollen Sie jetzt hier das ganze Programm durchziehen? Das ist doch jetzt nicht nötig. Wir haben Ihnen jetzt ja alles gezeigt. Wir haben einen triftigen Grund, ja. Ich habe da jetzt auch nicht weiter da noch auf den Putz gehauen, weil ich wollte ja die Stadt drehen, sonst hätten wir mit denen noch eine halbe Stunde diskutiert. Und wir sind Also dann. gab keine Ordnungswidrigkeit, die haben euch Nein. die haben sich überzeugen lassen, ihr seid ja Journalisten, die arbeiten Ja, und ja, okay, alles genau. klar, okay. Und das ist jetzt Und. Einbiegen auf die Leopold, oder? Das ist jetzt hier gerade, rechts müsste jetzt dann die Feldherrnhalle, ja genau, das ist hier Feldherrnhalle. Ja. Ich halte mal kurz die Kamera Richtung Feldherrnhalle und jetzt geht es Richtung Norden, die Ludwigstraße, also die Prachtstraße Münchens ist das, ja. Ja. Und wie man sieht, auch schon dieses Licht, ich bekam da ein ganz gruseliges Gefühl angesichts dieser Leere. Man sieht ein paar Fahrzeuge, viele davon waren Polizei, Polizei in Zivil Ja. oder Taxen, ja. Jetzt gehen wir in ein Gebäude im Münchner Norden und zwar im 18. Stock, da bis dahin fährt der Aufzug, aber wir konnten sogar noch höher steigen in den 19. Stock und jetzt mal rausschauen. Und normalerweise sieht man da unglaublich viele Anzeichen von Leben schon vor 12, ja, auch schon natürlich Böller, Raketen. Manche können es ja nicht abwarten, ja. Aber wir werden ja auch gleich sehen, dass auch um 12 nicht besonders viel los war. Jetzt blicken wir am BMW-Gebäude vorbei von Norden. In die Innenstadt, in die Münchner Innenstadt. Man sieht nichts, man sieht, dass man nichts sieht, weil es ist ja nichts los. Also es sind ja selbst prominente Gebäude nicht mehr beleuchtet. Ja. Also man hat das Gefühl, Söder hat hier auch die Verdunklung eingeführt. Das ist das Wahrscheinlich. Olympische Dorf, was man gerade gesehen hat hier, Ja, das genau. Olympiadorf, genau, ja, okay. Ja, genau. Da haben wir so einen erhöhten Standpunkt gehabt. Und Ja. jetzt 0 Uhr sozusagen. Ich Richtig. mache mal Ja. den Ton ein bisschen an hier, ob man was hört. Okay, das war genau 0 Uhr. Man hört die Menschen schreien, so im Umfeld ein bisschen. Und auch vereinzelt jetzt hier Geböller. Aber was mir jetzt auffällt, ist eher außerhalb anstatt im inneren Stadtbereich, oder? Sehe ich das richtig? Also ich denke, in einem Radius von 10 bis 15 Kilometern von der Stadtmitte aus war alles tot, null. Und erst in den Randbezirken gab es so einen kleinen Kranz von Böllerei. Und ich denke, dass einfach innerhalb der Stadt die soziale Kontrolle zu hoch war, weil die Leute da sehr dicht aufeinander sitzen. Ja? Also der eine gönnt ja dem anderen nicht die Butter auf dem Brot, das wissen wir ja. Und erst in den Randbezirken, nehme ich an, ist meine Theorie, hat man sich etwas mehr getraut. Und was ja dann noch ganz lustig war, einen Raketenstartplatz in unserer Nähe haben wir allerdings entdeckt. Und interessanterweise ging der von einer Phalanx von Blaulichtfahrzeugen aus, ja. Und darüber sieht man gleich ein recht kräftiges Feuerwerk. Also das sah so aus, als hätten sich hier Polizei und Rettungskräfte ihr Privatfeuerwerk gegönnt, ja. Das ist ja Also lustig. das schon, ne? Also Wein trinken und Wasser predigen, ja, das kennen wir ja von unserer Politik und Polizei. Und während der Bürger also die Klappe zu halten hat und jede Freude, Entspannung, jeder Spaß wird ihm verboten, ne? Ja. Also ein guter Einblick in diese gespenstische Stimmung in der Innenstadt von München. Ich bin innerlich gespalten bei diesem Es darf nicht geschossen werden, weil ich bin ein sehr großer Tierfreund und ich weiß, wie viele Vögel und Tiere in der Silvesternacht sterben und so viel Energie verlieren vor Panik, dann bis auf 1000 Meter aufsteigen und dann die Energie verlieren, die sie im Winter eigentlich brauchen. Also ich sehe es mit einem weinenden und einem lachenden Auge, aber ich gebe dir natürlich recht, dass das sehr, sehr merkwürdig ist, was hier für ein Zustand sich eingeschlichen hat. Und vor allem, was ich sehr interessant finde, auch bei mir, ich lebe ja in der Peripherie von München im Norden
Da wurde mehr geballert wie in der Innenstadt von München. Also wirklich erstaunlich, dass sich die Großstadtmenschen, die Innenstadtmenschen sehr an dieses Ausgeh- und Böllerverbot gehalten haben, aber drumrum offensichtlich nicht. Wie wenn, je weiter man von der Staatskanzlei vom Söder wegkommt, die Menschen sich mehr trauen. So kommt es mir fast vor, ja. Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass sozusagen Vogelschwärme nachts um 12 noch unterwegs sind. Die meisten Vögel sind ja auch tagaktiv. Und jemand anderes hat das mal sehr nett erwähnt, auf eine Beschwerde hin, dass zum Beispiel die Hunde so erschrecken, ja, hat er erwidert, ja, aber wenn dein Hund in Zukunft sein Geschäftchen nur noch auf dem Balkon machen darf, dann wird ihm das auch nicht bekommen, ne? Weil alles hängt ja zusammen. Je mehr wir diesen Sachen nachgeben, umso schlimmer wird es werden. Und das können wir ja auch jeden Tag fast oder jede Woche beobachten, dass sich die Politiker durch unser Schweigen ermutigt fühlen, durch unser Mitgehen, unseren Gehorsam ermutigt fühlen, nicht etwa zu lockern, sondern wir geben ihnen dauernd Signale zu verschärfen, die ganze Zeit. Wir sehen zwar Proteste, aber auf der anderen Seite, die Politiker sehen leere Innenstädte an Silvester und sagen sich, ja prima, dann ziehen wir jetzt noch mal die Zügel an. Ich verstehe deinen Punkt und hier geht es jetzt auch nicht um Umweltschutz oder Tierschutz, sondern das ist jetzt nicht unser Thema, sondern das war nur mein inneres Gefühl, das ich eben hatte, weil mein kleiner Hund, der ist seit Silvester total gestört. Die haben sie zum ersten Mal und die ist seitdem ein anderer Hund. Die hat jetzt total Panik, wenn wir Gassi gehen. Ich muss das Tatsächlich. mit einem Psychologen versuchen, wieder irgendwie in den Griff zu kriegen. Die erschrickt an jedem Baum, Nein. wenn die nach oben guckt. Aber das ist nicht unser Nein. Thema. Es geht um Okay. die politischen, gesellschaftlichen Verwerfungen und dein Beispiel aus der Silvesternacht ist ja jetzt nur exemplarisch, wie sehr sich unsere Gesellschaft entwickelt hat. Und ich erinnere mich an unser erstes Gespräch Anfang der Krise. Das war irgendwann im Frühjahr, als wir zusammengesessen sind und uns überlegt haben, was da wohl auf uns zukommen wird. Und wenn du jetzt mal so den großen Bogen spannst in der Retrospektive, hättest du gedacht, dass du mit deinen Prognosen so ins Schwarze triffst oder hat dich das eher sogar noch erschreckt? Leider war ich mir da ziemlich sicher. Also wir haben am 14. März 2020 gesprochen und da habe ich ja gesagt, das ist die globale Machtergreifung, diese Corona-Krise, diese Gleichschaltung aller 200 Staaten. Das ist 1933 auf globaler Ebene, was viele total schockiert hat. Aber leider hat mich ja das kommende Jahr, dann bestätigt, also das Jahr 2020. Mit all diesen diktatorischen Maßnahmen, mit der Gleichschaltung dieser 200 oder fast 200 Staaten. Wie kann es sein, dass fast 200 Staaten dieselben Maßnahmen verhängen, wenn es da nicht eine zentrale Befehlsstruktur gibt? Das kann nicht sein. Es gibt diese Befehlsstruktur. Und da sehen wir dann plötzlich einen Machtapparat auftauchen, den wir vorher, vor dem viele gewarnt haben, den man aber nicht glauben wollte. Jetzt sehen wir diesen Machtapparat auftauchen. Und viel mehr Leute sehen den jetzt auch, aber leider die Mehrheit noch nicht, sondern die lässt sich eben einlullen oder die lässt sich von diesem Schleier, diesem Corona-Schleier, den dieser Machtapparat um sich gelegt hat, blenden. Wie kannst du Menschen diese Informationen glaubhaft vermitteln? Oder anders gesagt, immer dann, wenn ich selber in Diskussionen versuche zu erklären, dass es hier um einen größeren Plan gibt, wird es immer abgetan mit der Bemerkung, das kann ich mir nicht vorstellen, so etwas geht nicht. Es gibt ja auch genügend sogenannte Wissenschaftler wie der Professor Butter oder der Herr Lesch oder sonst irgendwie so, also Autoritäten, Experten, die öffentlich-rechtlich auftreten und sagen, so etwas lässt sich nicht verheimlichen, solche sinisteren Hintergrundpläne, da gibt es keine Verschwörung, weil sowas geht gar nicht. Immer wenn so große Pläne geschmiedet werden, gibt es irgendjemand, der als Whistleblower, also als Informant tätig ist, sowas kann man nicht verheimlichen. Wie würdest du dieses Argument entkräften wollen? Also sprich, es gibt Strukturen, die auf globaler Ebene arbeiten und wie kann man das den Menschen klar machen, sowas? Ja, die Antwort ist, es wird eigentlich gar nicht verheimlicht, sondern die Strukturen liegen weitgehend offen zutage. Die Weltgesundheitsorganisation, die Bill Gates Stiftung, das World Economic Forum, die sagen eigentlich, die meisten davon sagen ja ganz offen, was sie wollen. Also das World Economic Forum will ein Great Reset der Erde, der Welt, ja. Und bei einem Computer ist es vielleicht eine tolle Sache, weil der wird gereinigt von irgendwelchen
Programmschnipseln im Arbeitsspeicher. Aber wenn man die Weltwirtschaft herunterfährt, dann wird sie zerstört. Sie kann nicht wieder so hochfahren, wie sie vorher war. Das ist ganz klar. Also das ist ein Krieg gegen die Weltwirtschaft, ein Krieg gegen die Menschheit. Weil Wirtschaft ist für manche ein abstrakter Begriff, der sie langweilt. Aber sie dürfen nicht vergessen, dass jeder Bäcker, jeder Schuster, jeder Supermarkt alle zu dieser Weltwirtschaft dazugehören. Und auch ihr eigener Arbeitsplatz gehört zur Weltwirtschaft. Also wenn diese Weltwirtschaft resettet wird, das geht uns alle an, das werden wir noch mehr oder weniger bemerken. Viele bemerken es ja schon, wie sich das anfühlt, zum Beispiel die Gastronomen. Und was die Diskussionen angeht mit anderen, kann ich nur sagen, solange ein Mensch nicht offen ist und sich selber Gedanken macht, ist das sehr schwierig, weil wenn man versucht, jemanden zu überzeugen, dann verhärtet sich dessen Position nur. Mhm. Das ist meine Erfahrung. Das bringt eigentlich gar nichts. Es sei denn, der andere ist schon offen und möchte wissen, möchte was erfahren, ja. Oder er besorgt sich ein Video von dir oder ein Buch von mir, ja, oder von jemand anderem. Es gibt ja viele sehr gute Bücher zu dem Thema. Und sucht selber. Sich selbst glaubt der Mensch ja am meisten, denk ich mal. Ja? Das heißt also, wenn er das Gefühl hat, ich habe mir das erarbeitet, dann ist es viel, viel leichter. Also, dass man ihm zum Beispiel mal was mitbringt, ein Buch, ja, und ihn aber nicht mehr danach fragt, bis er selbst dazu zu dem Buch greift. Ja? So, man darf nicht das Gefühl haben, oh, du drängst mir das jetzt auf, dann mache ich mich hart. Genau. Ja. Sondern man muss so einen Samen säen und den langsam wässern und gießen und wachsen lassen. Und dann, wenn die Bereitschaft da ist, kann man ja. Das ist auch ein Grund für den vielen Streit in den Familien und Partnerschaften, dass manche Leute, was ich sehr gut verstehen kann, unbedingt den anderen überzeugen wollen, aber sie erreichen damit meistens das Gegenteil, weil er sich nämlich wehren wird, weil es Streit gibt und weil sich seine Position verhärtet. Und er kann dann erst wieder nach Monaten oder vielleicht Jahren aus seinem Schmollwinkel rauskommen. Ne? Also das ist jetzt rein psychologisch betrachtet, meiner Meinung nach, der Mechanismus. Ich hatte hier in der Nachbarschaft Diskussionen, als wir damals das Gespräch hatten, und ich habe mich ganz euphorisch dann geäußert, hey, ich habe hier ganz neue Infos von einem, wir hatten ja auch mit Dr. Heiko Schöning zusammen gesprochen, dass es für mich zum ersten Mal offensichtlich wurde, dass es hier um eine ganz andere Nummer geht, und ich wollte das in meinem Umfeld teilen und bin da auf ziemlich Widerstand gestoßen, direkt hier in der Nachbarschaft, und dass das ganz gefährlich ist, was ich da mache, mit solchen Themen umzugehen und bitte Abstand halten und so. Also man merkt recht schnell, wie Menschen dann sich positionieren und entweder dieser von oben verordneten Meinung folgen oder eben selber anfangen, kritisch zu denken oder halt Punkte zusammensetzen. Also follow the dots oder connecting the dots heißt das ja so vieles. Bevor wir uns im Detail verlieren, eine Frage, und zwar, weil du die Wirtschaft auch angesprochen hast. Wir haben uns vor kurzem schon mal unterhalten im Vorfeld, und da hatten wir das Thema von dem Paul Schreier, von diesem Vortrag, den er da gehalten hatte, Planspiele der Pandemie. Es gibt ja von dem Herrn Schreier einen fantastischen Vortrag, der das Vorfeld, die letzten Jahre, die Vorbereitungen für dieses ganze globale Geschehen sozusagen aufgreift. Was denkst du, war denn der Auslöser, oder hast du das vielleicht schon ergründen können, dass jetzt unbedingt so im Herbst 19, Anfang 20 dieser große Reset passieren musste? Du hast es in deinen Büchern ja auch schon oft aufgegriffen, so die ganzen Finanzverflechtungen. Was ist deiner Meinung nach der Grund, warum es gerade jetzt, letztes Jahr, zu dieser orchestrierten Aktion weltweit, zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit weltweit zu so einem Ereignis gekommen ist? Also das betrifft jetzt die weltweite Kontrolle, sondern wir hatten ja schon viele Versuche, globale Pandemien anzuschieben, die Vogelgrippe, die Schweinegrippe. Ja, das hat ja einen Vorlauf von mindestens 20 Jahren, würde ich mal schätzen. Und da hat man das schon erprobt, vor allen Dingen natürlich Milliardengeschäfte mit Impfstoffen zu machen. Ja, und das hier ist jetzt die, wie der Name schon sagt, die Krönung, Corona, ja. Und da hat man also jetzt beschlossen, das wirklich global durchzuziehen und möglichst alle zu einer Impfung zu zwingen, 7 Milliarden Menschen, und gleichzeitig die Bevölkerung total zu unterdrücken, einzusperren. Ich meine, wir leben ja jetzt das Leben von Freigängern im Gefängnis. Ja? Also wir haben Freigang von, ich weiß nicht, 6 Uhr morgens bis 21 Uhr.
Danach ist Ausgangssperre, ja. Und teilweise auch tagsüber schon, dass man triftige Gründe braucht und so. Die ganzen Begriffe Lockdown, Ausgangssperre und so weiter, die stammen ja aus dem Gefängnisbereich. Ja, das sollte man nicht vergessen. Und ich würde sagen, diese Corona, sogenannte Corona-Pandemie ist das Schweizer Messer der politischen und globalen Eliten. Damit können sie alles machen. Sie können gigantische Geschäfte machen. Sie können Verfassungen aushebeln. Sie können Bürgerrechte aushebeln. Sie können die Menschen verletzen, sie können die Menschen umerziehen zum Social Distancing. Sie können sich den Planeten schmieden, wie sie wollen. Das ist das Schweizer Messer der globalen Negativeliten. Ja? Ich habe ja schon bei früheren Attentaten gesagt, die sind multifunktional, immer, auch der 11.9. Da ging es um Geschäfte, da ging es auch um Stadtplanung in New York, da ging es aber auch um Kriegsgründe zu schaffen, um Geld zu verdienen. Da ging es um Aktienspekulationen. Auch die haben wir jetzt im großen Maßstab natürlich gehabt mit der Impfindustrie, mit den Impfherstellern, deren Aktien explodierten. Ja, und ich würde sagen, dieses Schweizer Messer, Corona-Pandemie, hat sehr viele Klingen und sehr viele Werkzeuge, bestimmt 50, 100 oder noch mehr, was man damit anfangen kann. Und das Schweizer Messer kann man weiterentwickeln. Man kann immer neue Werkzeuge da einbauen, wie man sie möchte. Jetzt zum Beispiel mit einer angeblichen FFP2-Maskenpflicht und so weiter. Und das ist das Werkzeug, dieses Schweizer Messer, um die Menschheit endgültig in die Sklaverei zu treiben. Ja, man kann sie auch voll durchdigitalisieren. Man versucht es mit Corona-Apps. Das sind ja alles nur Vorwände. Später wird man mal diese Apps benutzen, um jeden Bürger sowieso zu überwachen, egal ob er jetzt Corona-verdächtig ist oder nicht oder ob es eine Pandemie gibt oder nicht. Ja, also darum geht's. Ja, also das ist für mich der Hintergrund. Bevor wir ganz genau einsteigen in dein Buch, du hast gerade diese FFP2-Maskenregelung angesprochen, die ab in naher Zukunft in Bayern im öffentlichen Raum und in Geschäften Pflicht ist. Ich habe vorhin einen Begriff gelesen, da hat einer Södistan gesagt, also in Anspielung, dass es hier ein Staat ist, der sich ja so anfühlt wie Afghanistan oder irgendwas mit Tan hinten raus, aber vom Söder regiert wird. Glaubst du denn, dass Menschen wie Söder, der offensichtlich eine Machtprofilneurose hat, das kann man, glaube ich, auch als nicht geschulter Psychiater erkennen, dass der Teil dieser ganzen globalen Kabale ist oder ob der einfach sich auf diesen Zug jetzt aufgesetzt hat und das Beste draus macht und hier seinen Lebenstraum Kanzler zu verwirklichen versucht? Erstmal möchte ich vorausschieben, was diese FFP2-Maskenpflicht angeht, muss man sich unbedingt die Originalverordnung anschauen, weil es gibt da immer eine Differenz zwischen den Original-Gesetzespapieren, sag ich mal, am liebsten in Anführungszeichen, und der Medienberichterstattung. Es ist immer wieder so, dass die Medien viel mehr draus machen, als wirklich drinsteht. Meiner Information nach im Moment ist es so, dass dieses eben keine wirkliche Pflicht oder kein wirklicher Zwang ist, ja. Und was Söder angeht, ich weiß nicht, ob er groß genug ist oder sich nur groß genug fühlt, um einer globalen Kabale anzugehören, aber er gefällt sich darin, die Befehle also oder die Marschrichtung überzuerfüllen, ja. Und aus meiner Sicht ein hochgefährlicher Mann. Unglaublich auch die Machtfülle, die ein Mensch wie er in den Händen hat in solchen Tagen. Da wird also jenseits aller Gesetzgebungsverfahren einfach verordnet. Wir leben seit einem Jahr in einem Stadium der permanenten Notverordnungen. Und es gibt auch einige, die jetzt die Parallelen ziehen zu gewissen Ermächtigungsgesetzen, die passiert sind. Gerade wenn wir die Verwerfungen in unserer Gesellschaft anschauen, was jetzt zum Beispiel auch dieses Denunziantentum angeht, dass also diejenigen, die das Ganze etwas kritisch sehen, von der angeblichen Mehrzahl der vernünftigen, aufgewachten Bürger sozusagen gescholten werden. Also sprich, ein großer Slogan ist ja Solidarität statt Verschwörergedanken oder Verschwörungstheorien. Wie siehst du diese Entwicklung, dass man also auf all diejenigen wie dich oder mich oder Menschen, die öffentlich auch arbeiten, dass man da jetzt so schießt dagegen? Man möchte natürlich sämtliche Kritiker mundtot machen und man möchte den Rest der Menschen gegen diese aufhetzen, indem man sagt, ja, also die sind ja dran schuld, dass wir uns nicht, dass sich viele gar nicht richtig schützen. Diese Rebellen, ja, die reden den Leuten irgendwas ein. Und man spürt es ja auch im Alltag, wenn man unterwegs ist und keine Maske auf hat, wie dann die Umgebung manchmal auf einen losgeht, ja.
mit welchem Hass, welcher Wut, aber auch Angst, ja. Man sollte es nicht für möglich halten, dass manche Leute wirklich diese Corona-Story, diese arme Story von diesem Virus ernst nehmen, dass also keine höheren Sterblichkeitsraten als die Grippe aufweist, ja, während die Grippe gleichzeitig offenbar vollkommen verschwunden ist. Statistisch gesehen hatten wir in München vielleicht eine Handvoll Grippefälle jetzt bis jetzt. Und das heißt, die Grippe ist praktisch weg, aber alles wird jetzt Corona getauft. Ja? Das heißt, aus meiner Sicht wird die Grippe nur umgewidmet in Corona. Ja? Wie erklärst du dir, dass gerade in der intellektuellen Elite, sage ich jetzt mal, dass sich die Menschen so von diesem Narrativ haben vereinnahmen lassen? Ich habe das jetzt schon mehreren Gästen gefragt, weil das für mich auch eines der drängendsten Probleme ist, dass gerade unsere Führungsschicht, also die Landräte und die Schuldirektoren und die Klinikdirektoren und all diejenigen, die in Führungspositionen sind, dass sich die alle auf dieses von oben verordnete Konstrukt draufgesetzt haben und es auch vehement verteidigen. Ich werde nicht müde zu erwähnen, zum Beispiel ein von mir bis dahin sehr geschätzter Mensch namens David Precht, den ich oft gehört habe und viel gelernt habe von ihm, auch vom Verständnis über die Gesellschaft, der plötzlich alle diejenigen, die das kritisch sehen, als entsolidarisierte Egozentriker bezeichnet und die müsste man eigentlich bestrafen. Das hat er jetzt konkret nicht gesagt, aber in seinem Duktus wird es sehr klar ersichtlich, dass er nichts hat, überhat für diese Menschen wie uns jetzt zum Beispiel, die kritische Fragen stellen zu dem ganzen Ablauf und zu der Verhältnismäßigkeit. Oder Professor Spitzer ist auch so ein Thema, wie heißt der Fernsehdoktor Hirschhausen und so weiter. Die machen sich ja regelmäßig lächerlich über Menschen, die öffentlich nachdenken über die Verhältnismäßigkeit. Warum verfängt es gerade bei der Elite so stark dieses Corona-Narrativ? Also das ist für mich nicht die intellektuelle Elite. Ich will das jetzt nicht mit speziellen Namen in Verbindung bringen, aber es gibt allgemein das Phänomen, also dass sich der Propagandaapparat Figuren aufbaut über Jahre hinweg. Diese Figuren werden sehr populär gemacht, die sind sehr populär, die sind manchmal auch humorvoll, die sind einfach verständlich. Und das dauert Jahre und die bilden sich eine sehr, sehr große Fangemeinde heraus, um im entscheidenden Moment, bei einem entscheidenden Anliegen, bei einem entscheidenden Ziel, ihre gesamte Fangemeinde mitzunehmen in die neue Richtung. Ja? Darum geht's, ja. Und das ist aus meiner Sicht eine Propagandastrategie. Auch die anderen Stars, die da alle mitmachen, ja, die sind sehr wichtig. Sehr wichtig sind auch Stars, die selbst erklären, Corona zu haben. Also bestenfalls haben sie dann einen positiven PCR-Test. Die meisten von uns wissen, dass das gar nichts bedeutet. Ja, damit kann man keine Viren feststellen, ja, und keine Ansteckungsgefahr feststellen. Und das sind Propagandastrategien. Also diese Leute warten auf einen bestimmten Moment und dann nehmen sie ihre Fangemeinde mit, weil ihnen Millionen oder Hunderttausende Menschen vertrauen. Gar nicht so einfach in einem Jahrbuch jetzt von diesem Thema wegzukommen, weil es eben Corona war, das prägende Ereignis, das uns alle wie nie zuvor und in nie gekannten Ausmaßen beschäftigt hat. Ich bin eigentlich immer noch manchmal, frage ich mich, ob ich jetzt nicht wirklich aufwache. Immer dann, wenn ich länger nicht beim Einkaufen war, ein paar Tage, ich kaufe so viel ein, wie es geht, damit ich so wenig wie möglich einkaufen muss. Aber wenn ich dann nach einer Woche wieder zum Supermarkt gehe, um die Lebensmittel aufzufüllen, dann wird mir wieder vor Augen geführt, wie schizophren das ist und dann diese Masken und so weiter. Also es ist ein Zustand, den ich kaum in Worte fassen kann. Aber lass uns gerne in dein Buch einsteigen. Ich habe es von dir bekommen. Also vielen Dank dafür, auch für deine Widmung. Es bedeutet mir sehr viel. Ich möchte bei den vielen Themen, die es eigentlich auch neben Corona gibt, möchte ich ein Thema gleich mal zum Anfang rausgreifen. Und zwar ist das der 19. Februar, nämlich der Hanau-Anschlag. Und bei dir steht im Kapitel drin, der beste Mann der Etablierten. Das ist schon wieder so weit weg, dass ich mir denke, Gott, das stimmt ja, das ist ja alles passiert. Also am Mitte Februar, Ende Februar, war in Hanau ein Ereignis mit mehreren Toten. Und das wurde dann in den ersten Tagen, wo Corona noch nicht so allgegenwärtig, ziemlich medial ausgeschlachtet. Ja, also hier erste Überschrift hier drin, Hanau-Anschlag, der beste Mann der Etablierten. Und in der nächsten Überschrift steht da kein Amoklauf, sondern Krieg. Also, wie ist denn deine Einschätzung
von den Ereignissen von damals, bevor wir dann ein bisschen detaillierter noch genau schauen, was da passiert sein kann? Naja, wenn man sich erinnert, das fällt tatsächlich schwer, weil man sieht jetzt mal, wie viele Themen eigentlich von Corona platt gemacht wurden. Ein weiteres Werkzeug in diesem Schweizer Messer war, andere Themen aus den Medien zu verdrängen, aus der Wahrnehmung zu verdrängen. Und ich bin sicher, dass unter diesem Corona-Schleier noch ganz, ganz viele andere Skandale schlummern. Ja, das war ja eben Anfang des Jahres, 19. Februar, da soll in Hanau ein Einzeltäter, wie immer, soll also, ich glaube, 10 Menschen erschossen haben, einschließlich seiner Mutter. Die Mutter zu Hause, die anderen vor oder in Shisha-Bars und sich selbst am Schluss selbst getötet haben, was ja immer den berühmten Vorteil hat, dass man nichts davon mehr belegen muss, weil es gar kein Gerichtsverfahren mehr geben muss. Ich habe dann mal das Milieu untersucht, in dem solche Straftaten passieren, zum Beispiel Schießereien und vor oder in Shisha-Bars. Und interessanterweise ist das nicht das erste Mal gewesen, sondern Shisha-Bars sind also oft, nicht alle natürlich, Brennpunkte der Kriminalität, des Drogenhandels, des illegalen Tabakhandels, der Geldwäsche und so weiter. Und dort gab es schon immer gewalttätige Auseinandersetzungen. Und es gab auch also Schlägereien natürlich, ja. Und das war schon, ging schon jahrelang so. Und das ist das Milieu dieser Shisha-Bars. Also schon seit Jahren war beispielsweise von Bandenkriegen die Rede um Shisha-Bars herum, ja. Da haben sich also Rocker und Menschen mit Migrantenhintergrund und so weiter aufs Brutalste bekämpft, bis hin zu regelrechten Hinrichtungen, wie wir sie auch am 19. Februar erlebt haben. Und jetzt kommt man und will uns erzählen, ja, nein, 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 sondern das war ja ein gutbürgerlicher Mann mit akademischem Hintergrund, wenn ich richtig informiert bin, der noch nicht mal ein Vorstrafenregister hat. Also man geht nicht ohne irgendwie Gewalterfahrung raus und nietet, sage ich mal, volkstümlich jetzt 8 oder 9 Menschen um mit automatischen Waffen möglicherweise. Ja, das ist absurd. Also Also das das Framing war Milieu. ja dann von Anfang an, dass es sich hier um einen dieser Wutbürger handelt, jemand, der ein Manifest veröffentlicht hat, der mit der Gesellschaft und sich eigentlich im Unfrieden lag und sozusagen der Zorn auf die Welt sich jetzt kanalisiert hat in dieser einmaligen Gewalttat. Ja, das ist das übliche Verfahren, dass dann also Schriftstücke auftauchen, das übliche Verfahren bei solchen Attentaten, dass dann also Schriftstücke auftauchen, die dem sogenannten Täter zugeordnet werden. Und das wurde ja dann auch quasi als so eine Art Voreingeständnis verkauft. Aber wenn man sich diese Papiere mal anschaut, was ich getan habe, stellt man fest, dass er diese konkrete Tat überhaupt nicht erwähnt. Ja, er redet nur ganz allgemein von irgendeinem Krieg, ja, den er führen wolle. Ja. Und benutzt dabei auch schreckliche Phrasen und es kommen schreckliche Vorstellungen zum Ausdruck. Aber von dieser konkreten Tat ist nicht die Rede. In gar keiner Weise ist es überhaupt nicht als Geständnis zu betrachten. Diese Papiere verfügen oder zeigen überhaupt kein Täterwissen, was aber nötig wäre, um sie dieser Tat zuzuordnen oder diesem angeblichen Täter. Ja? Also, das ist sozusagen die begleitende Propaganda aus meiner Sicht, wer auch immer diese Schriftstücke verfasst hat. Sie tragen auch keine Namen, keine Unterschrift, soweit ich weiß auch kein Datum. Also das sind Phantompapiere, ja, dieses Manifest, was du zum Beispiel erwähnt hast. Ja. Das gehört aber zur Einordnung dieses Attentates dann dazu, ja, dass man also die politische Richtung vorgibt oder das politische Umfeld, das geistige Umfeld des mutmaßlichen Täters, ja. Und ihn dann hinstellen kann als Rechtsradikalen, als Braunen, als Nazi, was weiß ich, alles posthum. Der Mann kann nichts mehr dazu sagen, seine Mutter kann auch nichts mehr dazu sagen. Und sein Vater verschwand erstmal in der Psychiatrie. Du hast hier aufgelistet auf mehreren Seiten
Augenzeugenberichte, die innerhalb der ersten Minuten und Stunden über soziale Netzwerke verteilt worden sind. Das sind WhatsApp-Audio-Nachrichten und verschiedene andere Hinweise darauf, dass es eben mehrere Zeugen gab. Du hast die auch alle transkribiert und auch geschrieben, wer und wann und wo. Und du hast das versucht einzuordnen. Also wie erklärst du dir, dass die ermittelnden Beamten und Behörden sich diesen Themen überhaupt nicht gewidmet haben? Also da wurden in meinen Augen die Beweise, die für mehrere Täter sprechen, und das haben ja diese Augenzeugen alle mehr oder weniger gesagt, dass es hier um Bandenkriminalität ging und um irgendwelche mehrfachen Schießereien. Ja. Warum wurde sich in deinen Augen sofort auf den Einzelschützen konzentriert? Naja, weil das ist, den hat man als Sündenbock hergenommen für einen Bandenkrieg. Ja. Man konnte mal wieder einen einzelnen Deutschen präsentieren als Nazi und damit natürlich alle Deutschen sozusagen kompromittieren, ja, als mordgierigen Nazi, der hier einfach arme Migranten umbringt, ja. Und ja, die Sache ist die, dass jemand mal einige WhatsApp-Nachrichten, die in dieser Nacht ausgetauscht wurden, zwischen Migranten aus Hanau zusammengestellt hat, einige O-Töne, also Audios, ja. Und das sind die unterschiedlichsten Menschen in den unterschiedlichsten Situationen. Manche sind zu Hause in einem Raum, andere sind auf der Straße. Man hört also im Hintergrund Hubschraubergeräusche. Und einig sind sich eigentlich alle darin, es waren mehrere Täter und es war nicht der Mann, der von den Behörden vorgezeigt wurde. Ja. Und ja, diese Sachen, diese Dokumente, das sind regelrechte Zeitdokumente, sind aus meiner Sicht absolut authentisch und glaubwürdig. Und das ist eine Sache, die uns verschwiegen wurde. Ich weiß nicht, ob intern die Polizei sich damit beschäftigt hat, aber nicht, dass wir wüssten. Ein Abschnitt in diesem Kapitel heißt Der beste Mann der Etablierten. Du hast es so argumentiert, dass damit natürlich mit der Fixierung auf den Einzeltäter die Sache eingetütet war, beziehungsweise geframed, wie man heute sagt. Also dieser Verdächtige, der von Kindestagen an sich schon immer verfolgt gefühlt hat, den hat man als geistig gestört erklärt, rechtsradikal und dann auch noch einen Verschwörungstheoretiker. Und das passt ja dann alles zusammen sozusagen. Und ich zitiere dich jetzt mal. Um dieses Framing zu bewirken, wurden in das Manifest auch Sätze eingebaut wie, Zitat, die Menschheit auf diesem Planeten wird von einer ganz kleinen sogenannten Elite für dumm verkauft, welche über ein Geheimwissen verfügt, das sie der breiten Masse vorsätzlich vorenthält. Zitat Ende. Was zwar richtig ist, aber nun als Gedankengut eines irren Massenmörders und Rechtsradikalen dargestellt werden konnte. Und damit stehen wir, wie bereits bei vielen anderen derartigen Attentaten zuvor, vor einer psychologischen Propagandaaktion, deswegen lese ich es auch vor gerade. Die Formel lautet also Verschwörungstheoretiker gleich geisteskrank, gleich rechtsradikal, gleich Killer und natürlich gleich noch AfD dazu. Also denkst du, dass das auch wieder so eine Art Mini-Schweizer Taschenmesser war, dass man diese Bandenkriminalität, dieses kriminelle Geschehen instrumentalisiert hat, um eben auch im Wahlkampf in Thüringen, weil das war gerade da, so einen draufzuklopfen. Jeder, der etwas anderes, der diese große Weltverschwörung wittert, muss automatisch gleichzeitig auch ein geisteskranker Mensch sein, wie das Framing ja in den Jahren zuvor immer schon seit 9/11 so angegangen ist. Ja, propagandistisch war dieses Attentat, wie du schon richtig sagtest, auch ein Schweizer Messer gegen Kritiker, gegen Verschwörungstheoretiker, aber auch und vor allem gegen die AfD, der man dann vorgeworfen hat, ja, mit ihren Argumenten passieren dann solche Sachen und so, nur weil sie so reden, gehen dann andere los und schießen, sinngemäß. Und das ist eine ganz alte Strategie, schon aus den Zeiten der Rote Armee-Fraktion. Damals ging es aber nicht gegen die Rechte, sondern damals ging es gegen die Linken. Ja. Da hat also eine Rote Armee-Fraktion irrsinnige Attentate verübt mit Bekennerbriefen vor linkem Geschwurbel. Ja. Und dann hieß es, sehen Sie, mit Ihren linken Argumenten, so hat man dann auch Politikern gesagt, wird hier gemordet. Ja. Also das ist ein Versuch, die Menschen mundtot zu machen. Und auch ein Versuch, es war ein schwerer Schlag gegen die AfD, wie du schon sagtest, die hier, glaube ich, vor Wahlen stand. Ne? Ja, also ich wundere mich gerade, dass ich dieses Ereignis gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, weil ich
Ich erinnere mich dran, ich glaube, wir hatten uns damals auch ausgetauscht über dieses Ereignis und wie das wohl instrumentalisiert werden würde. Und ich sehe dieses Framing, das funktioniert einfach perfekt. Sobald man die großen Zusammenhänge auf der Welt auch nur ansatzweise erwähnt oder aufzeigen möchte, wird sofort dieses vorprogrammierte Verhalten aktiviert, dass die Leute in diese Abwehrhaltung gehen, weil man hat es ihnen ja erklärt, jeder, der da hinguckt, ist automatisch gefährlich oder nicht gefährlich, sondern einfach wird auf den falschen Weg geführt und damit natürlich desavouiert, also sprich von vornherein als nicht vertrauenswürdig anzuerkennen. Und es funktioniert wirklich tatsächlich. Wenn ich in Situationen bin, wo ich merke, dass das Gegenüber, dass mein Gesprächspartner in dem Moment für solche Dinge nicht offen ist, mache ich auch nicht weiter. Es ist verlorene Lebensenergie, so einen dann zu versuchen aufzuklären. Wenn jemand kommt und Fragen stellt, dann bitte, ja, dann bitte. Aber nicht jetzt so, wie du es auch vorhin schon gesagt hast, dass man draufklopft oder so, sondern man muss die Leute abholen auf ihrem Punkt, so zum Beispiel mit deiner Expresszeitung, ja, oder solche Dinge, ja. Ja, oder dieser Satz, den du zitiert hast, der in diesem Manifest enthalten war. Also es gibt da eine Elite, die über Geheimwissen verfügt und die Welt steuert so sinngemäß, ja. Dieser Satz wurde da nicht zufällig eingebaut, sondern das ist eins der Werkzeuge in diesem Schweizer Messer, um gegen Leute vorzugehen, die, wie ich zum Beispiel vorhin gesagt habe, der Meinung sind, es gibt da eine Elite, die die Welt global steuert, ja. Jetzt, wenn ich das irgendwo sagen würde in der Kneipe, wo man ja dank Herrn Söder nicht mehr hingehen kann, aber nehmen wir an, dann wäre ich plötzlich in einem Topf mit einem Massenmörder. Ja? Und im Geheimdienstjargon nennt man das auch demagnetize, entmagnetisieren. Ja? Dass man bestimmte Meinungen entmagnetisiert, Leute entmagnetisiert, damit sie keinen mehr anziehen können. Ah, Ja? daher verstehe ich, dass da keine Anziehungskraft bei diesen Themen stattfinden kann, Genau. ja? Demagnetize. Oh, das ist ein toller Begriff. Den Genau. da muss ich beim Spazierengehen mal länger drüber nachdenken, was das bedeutet, weil das passt perfekt. Ja, es passt perfekt. Ja. Ja, die ganzen Eisenspäne, die man sonst anzieht bei so einem wichtigen Genau. Thema, werden quasi dann gar nicht mehr. Ah, okay. Ja, das ist der Ja. Werkzeugkasten der Dienste und der Propagandaabteilungen, ja. Und das ist deren ganz normales Alltagswerk, ja. Also man könnte das auch als Aufstandsbekämpfung bezeichnen. Es ist ein Werkzeug im Rahmen der Aufstandsbekämpfung. Ich denke mal, die AfD ist für gewisse Leute auch schon so eine Art Aufstand, ja. Und dann bringt man halt bestimmte Waffen zur Anwendung und macht das dann, indem man diesen Bewegungen, aber auch den Gedanken, den Personen bestimmte Untaten zuschreibt, die also sie demagnetisieren und ihre magnetische Wirkung aufheben. Okay, danke für den Begriff. Mein erstes Tagesziel habe ich erreicht. Ich bin jetzt schon schlauer wie heute früh beim Aufstehen. Das ist immer so mein Tagesziel, am Abend ein bisschen mehr zu wissen und zu verstehen von der Welt wie am Tag vorher. Ich meine, das machen wir sowieso, aber der Begriff, der bleibt. Lass uns ein bisschen vorspulen zum 2. April. Da gab es nämlich auch ein Ereignis, was für kurze Zeit Schlagzeilen gesorgt hat, aber dann auch wieder relativ schnell verschwunden ist. Es ging wieder um den Kennedy-Fluch. Zwei Kennedys waren schon wieder tot, nämlich die Enkelin von Robert F. Kennedy, also dem Bruder von John Kennedy. Das war Maeve Townsend McKean, die war 41, und ihr 8-jähriger Sohn Gideon. Die sind in der Chesapeake Bay verschwunden gegangen, sie sind nach einer Kanufahrt nicht mehr aufgetaucht und wurden dann später tot aufgefunden. Und dann war natürlich sofort klar, dieser Kennedy-Fluch hat wieder zugeschlagen, weil die Familie von großen Schicksalsschlägen natürlich schon sehr gezeichnet ist. Aber wie hast du denn das aufgeschnappt und wie war dann die mediale Berichterstattung? War die dem Ereignis entsprechend oder hat man das eher auch wieder unter ferner Liefen gehalten? Nein, also das wurde absolut oberflächlich behandelt. Das war halt ein Unfall und Punkt. Oder eben der Kennedy-Fluch. Ach so, sagt dann die Bevölkerung, naja, das kennen wir, da gibt es ja einen Fluch und naja, da sterben immer wieder Kennedys, Punkt aus, ja. Dabei sind das ja so bestimmte Tarnwörter, Wörter wie Fluch oder auch Tragedy, also Tragödie oder Drama. Und wenn man diese Worte benutzt, dann fragt auch keiner mehr groß nach. Naja, das ist halt Schicksal sozusagen. Ja. Und wie meine Leser wissen, ziehen mich ja solche Fälle dann irgendwie auch wiederum magisch an.
Und ich habe mir dann dieses Ereignis mal genauer angeschaut. Und da gab es also diese beiden Personen, die Maeve Kennedy und ihr Sohn Gideon. Also sie Enkelin von Robert F. Kennedy, ne, der 1968 erschossen wurde. Die sind angeblich in ein Kanu gestiegen an der Chesapeake Bay in einer ruhigen Bucht, sind dann hinausgetrieben worden auf die große Bay und wurden dann vermisst. Und zwar 5 Tage lang, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also eine recht lange Zeit konnte man die nicht wiederfinden. Aber das Spannende war, dass der hinterbliebene Vater diesen Vorfall en Detail geschildert hat, obwohl er gar nicht dabei war. Ja, er war nicht zugegen, was sich schon daraus ergibt, dass nicht er den Notruf gewählt hat, sondern ein angeblicher Zeuge erst sehr viel später, der diese beiden in ihrem Kanu draußen auf dem Wasser gesichtet hat. Ja. Also er war nicht dabei, aber er schildert es genau, wie ein Ball ins Wasser fiel. Sie wollten den Ball holen und sind in das Kanu gestiegen und sind dann hinausgetrieben worden. Nur ich weiß nicht, woher er dieses Wissen eigentlich hat. Aber was auch besonders spannend ist, er hat schon am nächsten Tag verbreitet, dass diese beiden tot sind. Die waren aber nur vermisst, 5 Tage lang. Und da frage ich mich, okay, wie ist das jetzt, wie ist das sonst in vermissten Fällen? Normalerweise gibt da niemand die Hoffnung auf, selbst jahrelang nicht, solange die Leiche nicht gefunden wird. Ja? Wie komme ich also dazu, kurze Zeit nach dem Verschwinden und Tage vor dem Auffinden der Leichen hinaus zu posaunen, dass diese beiden tot sind? Ja? Und diese Familie hatte noch 2 weitere Kinder. Auch diesen Kindern wurde das gleich vermittelt. Du, euer Bruder, eure Mama sind tot, ja, ohne dass überhaupt Leichen da waren. Normalerweise gibt kein Angehöriger auf. Normalerweise gibt es immer ein vielleicht, vielleicht das, vielleicht jenes. Vielleicht sind sie an Land geschwommen, vielleicht liegen sie bewusstlos am Strand, vielleicht liegen sie bewusstlos im Gebüsch, vielleicht haben sie einen Unterschlupf gefunden oder vielleicht hat wenigstens einer überlebt. Also für Hinterbliebene oder Angehörige von Vermissten gibt es immer ein vielleicht. Und hier hat dieser Mensch also sofort offiziell das Ableben dieser beiden ihm nahestehenden Personen gemeldet und verbreitet. Und daraufhin habe ich mir das mal ganz genau angeschaut und auch eine kleine Chronologie aufgestellt der Abläufe. Und das ist wirklich aus meiner Sicht, mir gefällt das Kapitel sehr gut. Also ich kann es nur empfehlen. Ja, dann muss ich jetzt direkt fragen, was denkst du denn, was denn oder deiner Einschätzung nach die plausibelste Erklärung für diesen ganzen Vorfall war? Ging es hier um eine Privatangelegenheit? War es ein Gewaltverbrechen? Bist du zu einem Schluss gekommen, der dich irgendwie innerlich zufriedengestellt hat von deinen Ermittlungen? Zufrieden bin ich sehr, ja, aber ich habe also keine letztliche Antwort finden können. Es gibt aber in dem Kapitel Betrachtungen über die Hintergründe der Personen. Und ich kann nur noch mal sagen, jemand, der weiß, sicher weiß, so dass er es veröffentlicht, dass 2 verschwundene Personen tot sind, der verfügt ja quasi über Täterwissen. Ja, aber das muss ich gleich einschränken, weil man muss ja auch bedenken, also jemand, der Menschen vermisst, der kann auch unter Schock stehen. Ja? Also ich will jetzt nicht da dem Herrn, dem hinterbliebenen Ehemann am Zeug flicken. Ich schiebe das jetzt mal auf einen Schock. Ja? Aber wenn man es streng kriminalistisch betrachten würde, müsste man eigentlich gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren einleiten. Nicht, dass man ihn verurteilen müsste, aber man müsste ihn sich mal, sagen wir mal, zur Brust nehmen. Und ihn fragen, sag mal, woher kannst du überhaupt wissen, was da genau abgelaufen ist? Und woher wusstest du, dass diese Leute tot sind? Ja. Aber wie gesagt, also zur Ehrenrettung muss gesagt werden, das ist eine Ausnahmesituation. Keine Ahnung, was da in dem Mann vorgegangen ist, warum er wusste, dass die tot sind, die beiden. Und dabei muss ich es dann auch belassen. Die genauen Details kann man dann auch in deinem Buch akribisch nachlesen. Ich würde gerne fast forward machen zu einem Punkt im Jahr, der indirekt mit dem Onkel der Verstorbenen zu tun hat. Der war nämlich zu diesem Zeitpunkt
in Berlin am 29.08. Den habe ich selber sogar getroffen, den Robert F. Kennedy Jr. bei der Querdenken-Demo am Stern, wie heißt es, Siegessäule? War das die Siegessäule in Berlin? Ja, Ja, genau. Und dieses Ereignis hat in deinem Buch natürlich auch einen Eintrag gefunden, weil, und das zeigen uns ja gerade auch die Ereignisse der letzten Woche, Anfang des Jahres am 6. im Kapitol, dass es für viele Analysten und Journalisten so eine Art Blaupause war, wie man denn wie eine gewisse Bewegung diskreditiert werden kann mit psychologischen Methoden. Also es geht um den Sturm des Reichstags in Deutschland. Auf der einen Seite war eine Demonstration von ja, mindestens ein paar hunderttausend querdenkenden, friedlichen Menschen, die sich da versammelt haben und dieses ganze Corona-Diktat kritisch beleuchtet haben. Robert F. Kennedy Jr. hat gesprochen, ein grüner Politiker hat gesprochen, der danach mehr oder weniger abserviert wurde. Es waren tolle Redebeiträge, es war eine friedliche Stimmung, es war also wirklich ein gelungenes Fest. Und auf der anderen Seite, ein paar Kilometer weit weg oder halt am Reichstag unten, ich weiß jetzt nicht genau die Distanz, also 2, 3 Kilometer vielleicht, war eine Gruppe, die vor dem Reichstag demonstriert hat und die dann, ich sage es jetzt kurz gesagt, zu einem Fototermin auf die Stufen des Reichstags gelaufen sind. Und das wurde in den Medien danach als der Sturm auf das Herz der Demokratie hochgeschrieben. Der Herr Steinmeier hat sich echauffiert in quasi verbale Auswürfe, wie ich es noch nie erlebt habe. Und kannst du uns deine Einschätzung geben, für was dieses Ereignis genutzt war oder benutzt wurde was ist da genau passiert in deinen Augen? Ich habe jetzt schon viel vorweggenommen, tut mir leid, aber ich war halt selber vor Ort, deswegen habe ich das noch so präsent auch, ja. Naja, es war ja so, dass man diese Demonstration überhaupt erstmal versucht hat zu verbieten im Vorfeld. Die Ja? Querdenken-Demo, ja. Richtig. Ja. Und die große Demo, in deren Rahmen diese kleinere vor dem Reichstag stattgefunden hat, ja, wenn ich richtig informiert bin. Und das hat also nicht geklappt. Die Gerichte haben das abgewiesen. Und es gibt natürlich auch ein Schweizer Messer der Propagandisten und der Polizei, ja. Und ich denke, man hat sich überlegt, ja, wie können wir jetzt diese Querdenker auch wieder absolut unmöglich machen? Demagnetize, ja, ach, das sind doch die, die den Reichstag gestürmt haben, ja, Stempel drauf, ja. So, und deshalb wurde diese Sache inszeniert. Das kann man auch ganz gut belegen, weil wir haben ja die zentrale Person dieser Veranstaltung, des sogenannten Reichstagssturmes, die entsprechende Dinge geäußert hat. Also die Frau, die zu dieser Besetzung der Treppe aufgerufen hat, sie hat nicht zum Sturm aufgerufen, um das auch nochmal klarzustellen, sondern nur aufgerufen, die Leute sollen auf diese Treppe gehen. Und sie ist dann durch einige YouTube-Kanäle hinterher getingelt und hat dann ganz klar gesagt, ja, das gab da eine Absprache mit der Polizei, ja. Also es gab da auch bestimmte Signale, sodass wir praktisch loslegen konnten. Und tatsächlich hat sich die Polizei zuvor plötzlich verdünnisiert vor dem Reichstag in Luft aufgelöst. Hinterher hat ein Polizeiführer gesagt, naja, man kann ja nicht überall sein, als wäre der Reichstag eine Würstchenbude, die da überfallen wurde. Ja. Nein, der Reichstag war hier ein Top-Priority-Building in der Nähe dieser Massendemonstration und der hätte natürlich offensichtlich abgeriegelt gehört. Aber es waren dann nur noch so ein paar armselige kleine Absperrungen übrig, die man leicht beiseite schieben konnte. Und drei Oder Polizisten. ja, oben am Reichstag. Ja. Und also das wurde ganz klar in Absprache mit der Polizei zugelassen. Man hat dann da oben auf der Treppe, da war eigentlich mehr so Partystimmung, also Fotos gemacht, Erinnerungsfotos. Ja. Und dann haben aber Zeugen erzählt, dass tatsächlich in Wirklichkeit der Reichstag selber mit Polizei vollgestopft war. Die Polizei hatte sich nur optisch zurückgezogen. Auch an den Seiten des Reichstags war massenhaft Polizei. Und die sind dann auch plötzlich wie aus dem Nichts aufgetaucht nach wenigen Minuten und haben diese Treppe geräumt. Ne? Also es ist eine ganz klare inszenierte Aktion gewesen, Mit dem um diese Ziel, die Bewegung zu diskreditieren. Demagnetize, ja, also um die Leute davon wegzubringen.
Also mit den Reichstagsstürmern, da will ich ja gar nichts zu tun haben. Obwohl die beiden Demonstrationen nichts miteinander, weder räumlich noch inhaltlich miteinander zu tun hatten. Aber es hat wirklich perfekt funktioniert, weil ich habe auch im persönlichen Umfeld von Leuten erfahren, die eigentlich den Gedanken und Impulsen der Querdenker aufgeschlossen waren, hinterher gesagt haben, mit solchen Leuten möchte ich nichts zu tun haben. Also das Branding hat wirklich fantastisch funktioniert. Und das bringt mich natürlich jetzt zu den aktuellen Ereignissen. Auch am Kapitol haben wir gesehen, dass die Anzahl der Polizisten, die vor dem Kapitol vorhanden waren, die waren ja eigentlich verschwindend gering. Und es gibt ja einige Videos, die zeigen, dass die Demonstranten sogar eingeladen wurden, regelrecht. Die Barrikaden wurden aufgemacht, die Türen wurden geöffnet am Kapitol. Man hat eigentlich alles getan, um diese Bilder zu generieren und auch das Framing, wie es bei den Querdenkern war, da war es jetzt nicht ganz so schlimm. Ja? Da hieß es Sturm und rechte Hetze. In Amerika drüben ist das Meme jetzt die Domestic Terrorists, also die inländischen Terroristen. Das führt dazu, ganz aktuelles Beispiel, dass zwei ältere Damen sich in einem Flug von Delta Airlines sich darüber unterhalten haben, dass sie eigentlich Trump-Supporter sind. Flugbegleiter haben das gehört, haben das ins Cockpit gemeldet. Der Pilot ist sofort gelandet an einem anderen Flughafen. Die beiden wurden rausgeschmissen. Also das muss man sich mal vorstellen, dass dieses Branding, dass alle diejenigen, die jetzt Trump unterstützen, sozusagen als Terroristen gelten, das ist natürlich jetzt die Hollywood-Variante von dem Reichstagssturm in Deutschland. Das führt von unserem Buch, von dem Buch jetzt gerade weg, aber das ist mir so präsent und auch die Verknüpfung. Und das haben etliche Kollegen von dir auch oder andere Intellektuelle, die ich gelesen habe und getroffen habe, haben gesagt, ja, das sieht aus wie eine Blaupause, dass man da geguckt hat, was kann man denn machen, wie kann man eine große Menge wirklich diskreditieren, und da hat man dann natürlich die amerikanische Version davon gemacht mit mehr Action, mit Blut und Gewalt, und das Ergebnis haben wir letzte Woche beobachten können. Ja. Also, dass das eine Inszenierung war, ist sehr leicht zu erkennen, die sogenannte Stürmung des Kapitols, denn es war ja seit Wochen klar, dass Trump da eine sehr, sehr brisante Demo abhalten würde, Kundgebung. Am 6. Januar in unmittelbarer Nähe des Kapitols. Ja. Und es ist auch bekannt, dass die amerikanische Bevölkerung sehr gut bewaffnet ist, ja, ohne das gleich zu unterstellen, dass die sowas tun würden. Aber ich muss ja als Polizeiführer vom schlechtesten, vom Worst Case ausgehen, ja, gegebenenfalls. Das heißt, normalerweise hätte man das Gebäude abgeriegelt. Man hätte Wasserwerfer hingestellt, man hätte Panzerfahrzeuge hingestellt, nicht unbedingt, um sie zu benutzen, sondern gleich mal klarzumachen, Leute, hier geht es gar nicht weiter, ja, zur Abschreckung. Und das, was dann in Wirklichkeit an Polizei vorhanden war, war genau wie am Reichstag die reinste Einladung. Und man konnte sogar Videos hinterher sehen, wo Polizisten diese Demonstranten reingewinkt haben. Mehr muss man da gar nicht sagen. Also du sprichst an, dass man eigentlich Show of Force hätte machen sollen, Kraft zu zeigen. Ich erinnere an Bilder von den Black Lives Matter Demos, wo also wirklich hunderte Nationalgardisten in schwer bewaffneter Uniform, vermummt mit martialischen Helmen und so weiter, mit voller Demonstrationsausrüstung da standen. Das schüchtert natürlich schon ein. Und die Polizisten, die wir in den Videos gesehen haben, die hatten normale Straßenuniformen an, ohne Helme teilweise, nur mit einem Schlagstock, also normale Polizeiausstattung für den Streifendienst. Das spricht eigentlich alles dafür, dass man auch hier jetzt das Ganze inszeniert hat. Ja, was denkst du, absolut, wir sind jetzt wenige Tage vor der Amtseinführung des neuen Präsidenten. Erwartest du jetzt noch irgendwelche großen tektonischen Plattenverschiebungen auf dem amerikanischen Parkett, oder sagst du für dich selber, das Thema ist durch? Also ich persönlich glaube, dass die Chance dafür ganz gering ist. Wir haben jetzt 4 Jahre lang die Prophezeiungen aus verschiedenen Ecken gehört, ja, mach dir keine Sorgen, trust the plan, das und das wird passieren und er wird es so und so machen und er spielt nur 5D-Schach. Und jetzt das neueste Narrativ ist also, ja, auch diese scheinbare Niederlage, also da rede ich nicht von einer Wahlniederlage, sondern von einer Niederlage sozusagen im Kampf, um das Faustrecht sozusagen oder mithilfe des Faustrechts, ja. Das war ja keine Wahlniederlage aus meiner Sicht, sondern eben, es ging nur darum, wer setzt sich mit welchen Mitteln durch. Und das war also diese sozusagen diese Niederlage. Und auch jetzt wird behauptet, ja, das ist auch wieder nur ein Zug im 5D-Schach.
weil er will jetzt erstmal die ganzen Verräter sichtbar werden lassen, die ihn alle hängen lassen. Michael Pence zum Beispiel, der das hätte vielleicht noch drehen können am 6. Januar in der Kongresssitzung, aber auch viele andere. Ja. Und ehrlich gesagt, das hat bei mir sehr stark an Vertrauen verloren, solche Ideen, weil von all dem, was immer prophezeit wurde, aus dieser Ecke ist nichts eingetreten, praktisch gar nichts. Und jetzt ist auch der Sack schon sehr weit zu. Also ich würde sagen, das würde schon noch ein Wunder brauchen, um da nochmal rauszukommen. Und deswegen erwarte ich sowas nicht. Ja. Thema ist dein Jahrbuch. Ich würde jetzt gerne mit dir noch eine Stunde über die zukünftige amerikanische Außenpolitik sprechen. Da gibt es auch genügend. Aber ich würde gerne da einen Punkt machen bei deiner Analyse und mir noch die ein paar so ganz tolle Highlights. Also wir sind schon zeitlich sehr weit fortgeschritten. Wir wollten es nicht zu lang machen. Aber es gibt doch noch etwas, was mich wirklich interessiert. Und zwar ist es das Kapitel Im Visier der Doktorjäger. Pinocchio, halt, nein, Entschuldigung, das habe ich verlesen. Dr. Drosten wird hier gerade erwähnt in diesem Kapitel. Eine Figur, die ja heraussticht, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit durch den von ihm entwickelten PCR-Test, der ja für diese Pandemie vorhanden ist. Ich hatte vor kurzem die Gelegenheit, mit Dr. Rainer Füllmich von Anwälte für Aufklärung zu sprechen, der ja auch ganz massiv an dieser Front arbeitet. Der hatte ein Interview gemacht mit dem Arthur Aschmonait, heißt der, glaube ich, Abromeit oder Aschmonait, ich kann mir den Namen nicht merken. Aschmonait, genau, ein Blogger und Historiker, der sich da auf die Fersen dieser Doktorarbeit gemacht hat. Vielleicht machst du es in kurzen Sätzen, dann können wir die letzten paar Kapitel, die wir noch haben, so ein bisschen noch aufarbeiten. Hat der Drosten eine Doktorarbeit oder nicht? Ganz konkret gefragt. Was glaubst du? Also es ist inzwischen eine vorhanden, ja. Und er hat den Doktortitel angeblich 2003 gemacht, beziehungsweise seine Doktorarbeit eingereicht oder promoviert. Aber nach den Recherchen dieser Menschen, die du erwähnt hast, Herrn Aschmonait, es gibt auch noch einen anderen Doktorjäger, in Anführungszeichen, der heißt Dr. Kübacher, war diese Doktorarbeit demzufolge ungefähr 17 Jahre nicht auffindbar. In keiner Bibliothek, nicht mal in der Deutschen Nationalbibliothek, auch nicht in der Frankfurter Uni-Bibliothek, wobei an der Frankfurter Uni die Promotion erfolgt sein soll. Also kurz und gut, diese Doktorarbeit war diesen Recherchen zufolge verschollen, schlicht verschollen. Und das ist eigentlich unerklärlich, ja, weil Doktorarbeiten müssen veröffentlicht werden. Es müssen auch Exemplare an die Deutsche Nationalbibliothek geschickt werden. Das gilt für jedes in Deutschland veröffentlichte Werk, auch für mein Buch sogar. Ja. Also die Frage ist, wo war diese Doktorarbeit diese ganzen 17 Jahre? Ja. Und da hat dann, ich glaube, das war die Frankfurter Uni, erklärt, ja, warten Sie mal, wo war die denn eigentlich? Ach, jetzt weiß ich es wieder, es war ein Wasserschaden. Mhm. Ja, natürlich, die lag im Keller und dann gab es einen massiven Wasserschaden und dadurch bla bla bla. So. Und dann dummerweise gibt es da aber Widersprüche. Dann sagt wieder jemand aus dem Bereich der medizinischen Fakultät, nein, es war also, diese Person bringt nicht einen großen Wasserschaden zum Ausdruck, sondern demnach hat also Drostens Doktorarbeit ausgerechnet unter einem Rohr gelegen, das heruntertropfte oder aus dem es heruntertropfte. Und dieses perfide Rohr hat sich eben ausgerechnet diese Doktorarbeit von Herrn Drosten ausgesucht. Und deswegen hatte sie den Wasserschaden. Ja? Also da gibt es schon Widersprüche mit dem Wasserschaden. Und das habe ich halt näher betrachtet und habe da auch diese beiden Rechercheure, die ich erwähnt habe, zitiert. Und die sind der Meinung, dass mit dieser Doktorarbeit irgendwas nicht in Ordnung sein kann. Ja? Im Detail, das kann ich jetzt alles nicht mündlich so rechtssicher formulieren, kann man das in dem Buch nachlesen, Vereinigt, Vertuscht, Vergessen, 2021.
Der Dr. Füllmich hat ihn als Hauptmann von Köpenick in moderner Form bezeichnet, dass es also hier so ein regelrecht schon Schauspiel ist, was da stattfindet. Vor allem, wenn man bedenkt, dass der Herr Drosten ja auf einem Professorenstuhl sitzt, der hat zwei Lehrstühle, ohne dass es überhaupt nur irgendeinen Lehrplan gibt. Also er unterrichtet nicht. Ein Professor ist ja eigentlich, sein Auftrag ist ja zu lehren, neue Studenten auszubilden, neue Doktoren zu produzieren oder ich weiß nicht, wie man das nennt. Also so Doktor Vater und sowas gibt es alles nicht, ist die Familie Quandt hat da die Finger mit im Spiel, die also diesen Lehrstuhl mitfinanziert haben, also auch eine Verflechtung mit sehr geldigen Kreisen und wenn man sich im Detail anschaut, dann wirkt es so hanebüchen, was um diese Doktorarbeit herumgeht. Frage, warum wird Drosten so gedeckelt von oben, warum gibt es da keinen Skandal, würde damit natürlich dann auch, das ist Entschuldige, ist vielleicht auch eine rhetorische Frage. Würde dann alles den Bach runtergehen in Sachen Corona, wenn der heilige Drosten sozusagen, wenn der jetzt falsch liegen würde oder vielleicht sogar ein Betrüger wäre? Na, das wäre natürlich ein schwerer Schlag für diese gesamte Corona-Operation, wenn diese Galionsfigur des Coronavirus zusammenbrechen würde, propagandistisch, ja, oder im Hinblick auf ihre Glaubwürdigkeit. Und aus meiner Sicht fehlt da jetzt nicht mehr so viel. Also, wie gesagt, in meinem Buch habe ich das rechtssicher formuliert und auch die beiden Rechercheure, die ich erwähnt habe, beides Doktoren, soweit ich informiert bin, selbst Doktoren. Ich gehe mal davon aus, reguläre Doktoren, ja. Die haben das also hervorragend recherchiert und die werden von mir zitiert. Und da kann man dann die entsprechenden Details nachlesen. Jetzt habe ich noch drei Kapitel, die ich gerne mit dir besprechen würde, aber wir haben ausgemacht, dass wir es nicht zu lang werden lassen, sonst gucken erfahrungsgemäß einfach nicht so viele Menschen. Jetzt schreiben natürlich gleich wieder Leute, doch, ich würde 2 Stunden schauen, aber so ist es nicht. Wenn es zu lang dauert, dann ist es schlecht. Außerdem sollt ihr ja in dem Buch nachlesen, was da zu lesen gibt. Folgender Vorschlag: Also, Nawalny, Nord Stream 2 oder die US-Wahl. Du darfst jetzt quasi auswählen für das letzte Thema, was du unbedingt noch hier besprechen möchtest. Ja, dann nehme ich Nawalny. Okay, Ja, gut, also. Nawalny. Also, wie heißt es? Propagandawaffe gegen Russland. Also, das ist natürlich auch so die russische Version von dem Schweizer Taschenmesser. Die Nowitschok-Geschichte 2.0, siehe Fall Skripal, ja. Genau. Also, da soll ja eben dieser Herr Nawalny, ein angeblich gefürchteter Gegner von Putin, ja, sich in Russland mit dem Flugzeug bewegt haben, soll an Bord eines Flugzeugs gewesen sein und soll dann plötzlich also zusammengebrochen sein mit Magenschmerzen, sogar mit Erbrechen, hat geschrien. Es gibt also auch Videos, wo man das hört, ja. Und sofort wurde die Geschichte verbreitet. Na ja, klar, der wurde von Putin mit Novichok vergiftet, ja. Das ist ein chemischer Kampfstoff, der schon vor langer Zeit, vor Jahrzehnten entwickelt wurde, der hochwirksam ist, der hochgiftig ist, auch ein Kontaktgift. Man darf nicht mal damit in Berührung kommen, ja. Also man muss es nicht unbedingt inkorporieren, ja. Und dann ist dieses Flugzeug notgelandet und die sibirischen Rettungskräfte haben den Patienten versorgt und stabilisiert. Und dann wurde Herr Nawalny von einem rettenden Engel ausgeflogen mit einem Jet mit Ärzten an Bord nach Deutschland. Und in dieser Geschichte gibt es so viele Ungereimtheiten. Allein schon die Tatsache, dass Herr Nawalny überlebt hat, also ich wünsche ihm das natürlich, bin froh darüber, ja. Nur man überlebt eigentlich einen Anschlag mit diesem Novichok nicht, ja. Also es ist einer der giftigsten chemischen Kampfstoffe, wie gesagt, sogar schon ein Kontaktgift. Und es gibt da genügend Beispiele von Menschen, diese Fälle habe ich auch geschildert, die lediglich mit Gegenständen in Berührung gekommen sind, die damit kontaminiert waren, die sind gestorben innerhalb kürzester Zeit. Und was noch wichtiger ist, meines Wissens ist kein einziger Fall bekannt, in dem sich dieser Mensch, der Betroffene oder ein Betroffener jemals wieder vollständig erholt hat. Also bleibende Schäden, massive Ja, Einschränkungen und so weiter. Ja, das ist ganz, ganz schlimm. Es sind ganz schlimme Opfer. ja. Ja. Und aber Herrn Nawalny haben wir also schon nach 4 Wochen wieder herumturnen sehen, wie im Fitnessstudio, auf der Krankenhaustreppe, sportlich gekleidet, aufrecht, mit wachem Gesicht und hat sich als vollständig genesen dargestellt. Allein das, also ich zähle noch
fast ein Dutzend weitere Gründe auf, warum das alles nicht stimmen kann, zeigt schon, das kann hier keine Novichok-Vergiftung gewesen sein. Warum die Charité? Was ist in der Charité so interessant? Das ist Krankenhaus. Die Charité ist aus meiner Sicht ein Propagandazentrum der Bundesregierung. Ja? Man sieht das im Fall Corona, man sieht es im Fall Nawalny. Man hat es auch vorher schon im Fall eines Novichok-Opfers gesehen, vor einigen Jahren. Wurde dort auch schon mal ein Novichok-Opfer, ein angebliches, behandelt. Und aus meiner Sicht kann man Verlautbarungen aus der Charité meiner Meinung nach überhaupt keinen Glauben mehr schenken. Ja? Diese Charité war aus meiner Sicht, meiner persönlichen Sicht hier, an einer Propaganda-Operation gegen Russland beteiligt. Sie hat dieses Novichok-Narrativ unterstützt. Ja? Und das war ja ein schwerer Schlag gegen Russland, äußerst unfreundlich. Wobei man sich ja fragen muss, ja, hat Putin seinen KGB eigentlich jetzt gar nicht mehr im Griff? Ja? Erst verabreichen sie dem Nawalny eine zu geringe Dosis Novichok. Dann lassen sie ihn mit einem Flieger abheben. Dann kriegt dieser Flieger noch eine Landegenehmigung wegen dieses Notfalls. Dann kommen noch so ein paar vorlaute sibirische Ärzte daher und stabilisieren den Patienten. Und dann sechstens oder fünftens lässt man den Mann noch nach Deutschland ausfliegen. Also ich sehe Putin richtig gehend in die Tischplatte beißen. Ja, es ist zum Mäusemelken. Okay. Also er wollte jetzt diesen perfiden Mordplan durchziehen und keiner hat mitgemacht. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja. Also in einem Satz, es ergibt überhaupt keinen Sinn, das als Tötungsversuch seitens der russischen Regierung darzustellen. Nein. Das ergibt einfach keinen Sinn. Kriminologisch ist es vollkommen absurd, so etwas zu behaupten. Absolut. Ja. Absolut absurd. Und man muss auch mal daran denken, also wenn man das mal mit rechtsstaatlichen Maßstäben sich anschaut, das heißt also, es gab ein Opfer und es gab mutmaßliche Täter und es gibt sozusagen Angeklagte, also die russische Regierung, dann hat ja die russische Regierung Beweismaterial in Deutschland angefordert. Also sprich Laborbefunde, ja, und so weiter. Blutwerte, ja, ja. Der Charité, des Bundeswehrkrankenhauses und so weiter. Und diese Beweise, die angeblich vorhanden sein sollen, hat die russische Seite nicht bekommen. Das ist so, als würde man einem Angeklagten im Strafprozess die Akteneinsicht verweigern. Ja, also der Angeklagte bekam nicht mal Akteneinsicht, er durfte die Beweise gar nicht sehen. Das heißt, strafrechtlich gesprochen oder historisch gesprochen war das ein Geheimprozess. Ja? Also so wie im Stalinismus oder vielleicht auch im Dritten Reich, ein Geheimprozess gegen Putin und Russland, in dem also dem Angeklagten keine Beweise vorgelegt wurden, sondern nur gesagt wurde, also so du bist es. Auf jeden Fall schuldig. Ja. Ja. Es reicht, wenn die Regierung das behauptet, dass das genau. Bundeswehrlabor das gefunden hat. Beweise schicken brauchen wir nicht, weil wir sind vertrauenswürdig genug, das reicht. Also willkommen im postfaktischen genau. Zeitalter. Ein Gedanke, der sich ja eigentlich durch das gesamte Buch, durch das gesamte Jahr hindurchzieht. Es reichen Behauptungen, also die US-Wahl werden wir jetzt nicht mehr aufgreifen, da haben wir genug gesprochen schon, ist auch vielen schon bekannt, ist im Detail aber auch bei dir zu finden. Vielleicht ein letzter abschließender Gedanke zu unserem Gespräch, Gerhard, was das jetzt bedeutet für uns, auch im Hinblick auf die jetzt bevorstehende das nächste Jahr mit Corona und so weiter. Wir sehen immer mehr, dass es reicht, wenn gewisse Thinktanks, wenn gewisse Machtstrukturen etwas behaupten und es braucht überhaupt keine Beweise mehr dafür, sondern es wird dann einfach Macht, durch die Macht der Medien, durch die sozialen Medien, wird es einfach so vorangehen und die Menschen schlucken das alle. Was heißt das für uns und wie sollen wir damit umgehen mit so einer Zukunft? Naja, ich habe ja schon zu Anfang gesagt, das war Anfang 2020 die globale Machtergreifung bestimmter Eliten, wie die Machtergreifung 1933. Und es war eine Kernschmelze der Macht. Also wir können beobachten, es gibt keine Kontrolle mehr für diese Macht. Es gibt keine Bremsen mehr für diese Macht. Es gibt keine Balance of Powers oder was auch immer, ja. Sondern jetzt tritt die Macht in eine Phase der Kernschmelze ein. Auch im Kernkraftwerk gibt es ja sogenannte Bremsstäbe, also nicht nur Brennstäbe, sondern auch Bremsstäbe, die man einführt, um die Kettenreaktion zu bremsen. Und wir sind in einem Kernkraftwerk, das im Moment durchbrennt, in dem es keine Bremsstäbe mehr gibt, ja, und keine Kontrolle mehr, keinen Widerstand oder eben nicht genug, nicht wirksam genug. Mhm.
Und dieses Jahr 2020 war ein historisches Jahr in der Geschichte der Menschheit, weil erstmals sich dieses Monster einer Weltregierung gezeigt hat, offen gezeigt hat, jedenfalls für die Menschen, die Augen haben, das zu sehen. Ja? Die anderen, die nur den Corona-Schleier sehen, da kann ich nur sagen, letztlich kann ich denen auch nicht helfen. Ja? Und das war ein historisches Jahr, wie es noch nie in der Geschichte da war. Ich meine, alles Mögliche war schon ja da. Also Naturkatastrophen, Erdbeben, Vulkanausbrüche, Weltkriege, was auch immer, war ja schon mal da. Aber es war noch nie der Fall, dass eine Weltelite dreist und brutal die gesamte Macht ergriffen hat, sodass an die 200 Staaten ihren Befehlen und Programmen folgen und diese Weltregierung dann auch sozusagen ein Unterdrückerregime errichtet. Mhm. Ja, das ist neu. Das heißt, gab's es noch dann, nie. Der Drops ist gelutscht? Also es klingt ja ziemlich fatal. Ich meine, das ist eine blanke, realistische Analyse der Fakten, die uns zur Verfügung stehen. Damit kann man natürlich schwer umgehen. Viele Menschen wenden sich absichtlich weg von diesen Gedanken. Ich sehe das auch in den Kommentaren. Oh, das ist aber ganz schön heftig. Es bringt ja aber nichts, wenn man sich den Kopf in den Sand steckt und einfach sagt, das will ich gar nicht wissen. Wie gehst du selber für dich persönlich damit um? Welche Schlüsse ziehst du daraus? Und vielleicht schaffst du es, wenn es irgendwie geht, das Ganze in einen positiven Gedanken zum Schluss noch zu verarbeiten. Ja, erstmal hilft es ja nichts, wenn man keine Diagnose stellt. Also auch ein Krebsarzt oder Krebschirurg muss sich ja den Tumor erstmal anschauen, ja, und zwar vollständig anschauen, um überhaupt zu wissen, woran er ist, ja, und woran der Patient ist, ja. Und so ist es auch hier. Es hilft nichts, wenn wir uns da was vormachen, aber es soll uns eben auch, nur wenn wir die Gefahr erkennen, dann können wir sie auch vielleicht bannen, nur dann, ja. Wenn wir gar nicht wissen, womit wir es zu tun haben, dann wissen wir auch nicht, welche Medikamente wir anwenden müssen oder welche Gegenmaßnahmen wir treffen müssen. Wir müssen uns darüber im Klaren sein. Es ist keine Pandemie, es ist eine globale Kernschmelze der Macht ohne jede Bremse oder fast ohne. Das muss ich schon betonen und das ist vielleicht der positive Ausklang, den du dir wünschst. Wir wissen nicht, wie die Welt aussehe ohne unseren Widerstand. Mhm. Wir wissen nicht, wie sie aussehe ohne unsere Informationen. Wir wissen nicht, wie die Welt aussehe ohne unsere Recherchen. Ja, das darf man nicht vernachlässigen. Ich sage ja immer, wenn man nichts tut, wie sich das die Bundesregierung ja wünscht, in ihrem Werbespot da ja, mit genau. den Leuten auf dem Sofa, das wünscht sie sich, weil dann ist die Wirkung null, wenn man nichts tut. Wenn man etwas tut, ist die Wirkung null plus x. Das ist ja wohl klar. Und wir müssen uns bemühen, dieses X möglichst groß zu machen. Ja? Wir müssen auch Sand ins Getriebe streuen. Wir dürfen nicht immer mit jeder Behörde einfach kooperieren, vorauseilend, ja? Sondern wir müssen Sand ins Getriebe streuen, auf legalem Weg, den würde ich bevorzugen. Ja? Aber wir müssen innerlich diesem Regime kündigen und wir müssen ihm auch in unseren Taten kündigen. Wir machen nicht mehr alles mit, ja. Und wenn wir das richtig machen, diese Kündigung, dann wird das Regime das auch nicht überleben. Wenn ich noch was erwähnen darf, es gibt ja jetzt eine tolle Initiative in Bayern. Da gibt es ja einen Verfassungsartikel, dass also, wenn 1 Million Bürger sich dafür aussprechen oder beantragen, den Landtag abzuberufen, dann muss der abberufen werden, der Bayerische Landtag, ja. Das heißt, wir brauchen jetzt 1 Million Bürger, die das unterschreiben, die dabei mitmachen, die das propagieren. Ja. Und das sind ja, ich glaube, von einem Dutzend Millionen Bayern jetzt auch nur 10 oder 8%. Also das ist jetzt nicht ganz, ganz utopisch. Ja. Und das ist für mich zum Beispiel so ein Beispiel, wo man ansetzen müsste und wo man jetzt mitmachen müsste. Also ich glaube, wenn die Zerstörung des Mittelstandes in der Geschwindigkeit voranschreitet, wie es bis jetzt war und wie es wahrscheinlich in den nächsten 8 bis 10 Wochen weitergeht, dann ist eine große Chance da, diese Millionen vielleicht sogar zusammenzubringen. Also ich würde das sehr unterstützen und lieber Gerhard, jetzt haben wir uns doch ziemlich verquatscht hier und ich danke dir für deine Zeit und vor allem für deine Recherchen und Arbeit, die du in dieses Buch gesteckt hast. Ich halte es gerne nochmal in die Kamera, es steht ja auch bei dir schon hinten im Regal. Also verheimlicht, vertuscht, vergessen heißt das gute Stück. Erschienen ist es im Kopfverlag, auch jetzt Anfang des Jahres, erste Auflage Januar 2021.
Ich sage danke für den Moment an dich, lieber Gerhard. Alles Gute für dich und deine Familie. Und liebe Zuschauer, vielen Dank für das Interesse, dass Sie uns so lange dabei geblieben sind und dass Sie hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder einschalten bei uns bei Nuviso. Bleiben Sie uns treu. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.